Und wo ich sie auch zum letzten Mal gesehen habe, ist auch so ein Ding. Dieser Teich hat auch noch, dieser kleine Teich, der Restaurantteich, hat auch noch eine andere kleine Besonderheit. Es gibt eine Ente, die brütet immer in Höfen. Und wenn dann diese Küken geschlüpft sind, wird diese Ente mit den Küken zusammen hierher gebracht von den Nachbarn, also von den Leuten, die da wohnen. Das passiert in dem Fall so, dass die Küken eingesammelt werden und Mutterente hinterherläuft. Und diese Mutterente hat auch ihren eigenen Weg. Also die läuft mitunter gar nicht mal hinterher, die schneidet auch mal was ab, läuft zwischen diese Bäume durch und dadurch. Die weiß genau, aha, der bringt ja die Küken dahin, also ich nehme mal eine Abkürzung. Und diese Ente ist beringt. Und diese Beringung habe ich mir dann angesehen und da war ich total baff. Da stand doch tatsächlich drauf Radolf Zell. Weiß jemand, wo Radolf Zell liegt? Ja, ist ja nicht wirklich um die Ecke, ist ja doch eine ganze Ecke weit. Ne? Hallo, grüß dich. Und da habe ich gedacht, Mensch, die ist von Baden-Württemberg bis nach Berlin geflogen. Das ist eine kompetente Ente. Ne? Dann habe ich Nabu, weil der Ring war von Nabu, gefragt, ist das wirklich so? Und dann sagten die nein. Die Enten, die hier beringt werden, werden in Radolfzell geführt, sodass die Enten alle, und das gilt wirklich für jeden Vogel, also zumindest für jede Ente, die Beringung Radolfzell haben. Und das wusste ich natürlich nicht und ich habe sie deswegen Frau Radolfzell genannt. Und Radolfzell, Frau Radolfzell klingt natürlich irgendwann ein bisschen bescheuert, also hieß sie von da an irgendwann mal nur noch Radieschen. Radieschen hat wirklich immer ihre Küken hier aufgezogen. Sie lebt auch noch, sie ist noch da. Ich habe sie aber gestern und heute nicht gesehen. Und Radieschen ist auch wirklich eine super gute Entenmutter, setzt sich wirklich ein. Sie musste hier auch vor Erpeln schon flüchten und hatte hier richtige Blutspuren im Gesicht, also das war richtig hart. Aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Sie hat hier alle ihre Küken verloren, weil zu viele Krähen hier sind. Die Krähen sitzen an den Bäumen, lauern, fliegen runter wie ein Adler. Krähen sind ja auch gewissermaßen Raubvögel, schnappen sich einen Küken und fliegen weg. Und da war Radieschen nicht mehr in der Lage, dem noch nachzukommen. Also wir haben hier eine Quote, eine Sterbequote dieses Jahr gehabt von fast 100%. Aber vielleicht haben wir das Glück, es gibt hier zwei Entenküken, fast halbstark, die erziehen sich alleine. Und die sind irgendwie übrig geblieben. Also eigentlich war immer noch eine Mutter dabei, aber die sieht man mal, mal sieht man sie nicht und dann weiß man auch nicht, ob es wirklich die Mutter ist. Und die kuscheln zusammen, die schlagen sich wirklich ganz selbstständig durchs Entenleben. Wie weit ist sie entfernt, dass die irgendwie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also die brüten genau. Also ich habe zwar Kontakt mit den Enten, aber Entenstasi bin ich jetzt auch Nein, nicht. nein, weil die Ich sagen, habe die sind die. aus den Höfen und die werden daher gebracht. Genau. Dann habe ich Sie vielleicht falsch. Also Sie wollen wissen, wo die hier brüten? Oder Nein, wo? nein, wo die, Welchen wie Hof weit die das entfernt brütet? ist, dass die Küken ursprünglich Also das geschieht überwiegend in den Höfen hier in der Umgebung. Das geht bis zum Steglitzer Damm. Ah ja, das wollte ich Na, nicht. genau. Von der Entfernung her. Und wenn Sie hier also in den eigentlichen Parkanlagen brüten, suchen Sie sich natürlich immer möglichst Punkte, die ruhig sind. Und so ruhig ist das hier aber nicht, weil hier kommen auch abends ganz viele Füchse vorbei. Ja, wir haben mittlerweile sehr viele andere Tiere noch und dazu gehört auch der Fuchs. Und was meinen Sie denn, wie Enten die Füchse verjagen? Ja. Das ist total interessant. Also ich fand es total interessant. Ich sage mal, da kann die deutsche Elf noch was von lernen. Der Fuchs kommt meistens hierher, um was zu trinken. Und wenn die Enten den sehen, bilden die eine Gruppe und schwimmen auf den Fuchs zu. Und mit den Küken sogar. Das ist unglaublich. Am Anfang dachte ich, sind die bescheuert? Warum schwimmen die in die Höhle des Löwen? Warum nehmen die auch noch ihre Küken mit? Nein, das machen die mit Absicht. Und dann fangen die an zu quaken. Immer wieder. So lange, bis der Fuchs die Schnauze voll hat und sagt, ich gehe. Und das funktioniert. Das funktioniert. Ich habe mal eine Frage. Wissen Sie denn, wie viele Füchse es im Stadtteil gibt? Küken? Ungefähr? Nein, Füchse jetzt. Füchse. Ich vermute drei. Drei. Zwei bis drei. Und die greifen nicht die Enten an, die jetzt. Naja, Auch wenn wenn die die im da Wasser sind, schnattern, dann, ne? naja, den Sicherheitsabstand halten die schon ein. Ne? Also wenn die Enten sind im Wasser und der Fuchs ist an Land. Und das ist eben auch das Tolle,
auch wenn sie sich manchmal ganz schön prügeln, die Enten untereinander, sobald Gefahr lauert, ist das ein Team. Die Apel oder auch die Weibchen strecken den Hals, die merken da was, das kriege ich noch gar nicht mit. Und dann gehen die Alarm und die ganze Schar rennt ins Wasser. Das, also da ist eine richtige Gruppendynamik drin. So, und dann gibt es noch eine Besonderheit zu diesem Teich. Ich weiß nicht, wie oft sie hier unterwegs sind. Letztes Jahr gab es hier einen Schwan. Mhm. Wer hat den gesehen? Ja. Na? Und dieser Schwan ist insofern was Besonderes, weil wir hier seit Jahrzehnten keinen Schwan hatten. Früher gab es hier Schwäne. Es gab früher, soweit ich es von älteren Generationen weiß, sogar eine Bewirtschaftung, wo auch Gänse abends in den Stall geführt worden sind. Ich kann es aber nur von den Erzählungen anderer wiedergeben. Und tatsächlich ist es so, keiner weiß genau, warum der Schwan hergekommen ist. Der war einfach da. Manche wollen eine Verletzung beobachtet haben. Er lebte hier von Februar bis Oktober und wurde dann im Herbst ziemlich spontan, würde ich sagen, von Umweltschützern eingefangen und zur Havel gebracht, weil man der Ansicht ist, und da ist auch was Wahres dran, dass die Lebensqualität für das Tier hier nicht ausreicht. Weil die Startschneise, er braucht eine sehr lange Startbahn, eben hier zu kurz für ihn war und weil man eben auch meinte, dass das Wasser zufriert. Ist was Wahres dran, ein Schwan braucht auch mehr Platz. Wir haben uns den Ort dann angesehen, wo der Schwan entlassen worden ist und haben ihn aber da nicht mehr wiedergefunden. Er ist also weitergezogen, wohin auch immer. Das ist ein anderer Schwan gewesen. Ja, vielleicht ist er hergeflogen oder irgendwie. Ja. Ja. Gut, okay. Ja, dann kommen wir dann auch gleich zum letzten Punkt. Dazu gehen wir nochmal bis zum Rosengarten. Wenn Sie Fragen haben, immer zu. Ja, ich versuche sie zu beantworten.